Akrapovic heißt die Anlage hier hinten. Die ist für die meisten und für mich auch, muss ich zugeben, sehr, sehr wichtig bei einem so sportlichen Fahrzeug wie das Auto hier rechts neben der neue T-Roc R, der hier steht in Lapisblau. Metallic sieht jetzt hier in der Kamera, haben wir schon auch im Talkvideo gesagt, bisschen dunkel aus. Klar, in der Sonne oder unter extremem Scheinwerfereinfluss ist er natürlich ein bisschen heller und blüht dann richtig auf. Ist eine richtig, richtig schöne Farbe, die dieses Blechkleid dann bekommt. Ja, zurück zur Anlage. Die ist natürlich optional, serienmäßig sieht sie aber ähnlich aus, hat dann aber nicht diese gelochten Einheiten hier hinten in den Endrohren, sondern ist ganz normal doppelflutig an jeder Seite, also vier Endrohre. Ja, gleich, wenn wir auch bei den Endrohren sind, geht es auch zu den Leistungsdaten. Hier haben wir nämlich einen 2 Liter Turbobenziner unter der Haube, der vom Golf R mit 300 PS, nicht 310 PS und 400 Newtonmeter, der dieses Geschoss, SUV-Geschoss, tatsächlich in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 bringt, befördert über alle vier Räder, denn wir haben Allradantrieb hier drin, 4Motion und ein serienmäßiges Doppelkupplungsgetriebe. Bleiben wir ganz kurz am Heck. Hier oben wundert mich das tatsächlich, kein extremerer Dachkantenspoiler, sondern das sieht sogar sehr nach Serie aus, also keine spektakulären Spoiler unter Flügelchen hier oben, sondern ganz normal schön seriös bleiben. Hier hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Die ganze Form, die ganzen Linien, alles blieb so. Auch der mittige Schriftzug, das passt alles. Nur das Einzige, was sich hier oben geändert hat, oberhalb dieser Kennzeichenlinie, ist das R-Logo hier links an der Seite. Darunter wird es tatsächlich noch ein bisschen spannender. Da haben wir hier tatsächlich leider Fake-Auslässe. Wäre schön, wenn es wirkliche Radkastenentlüftungssachen wären hier an der Seite. Ist aber nicht, macht ihn aber trotzdem optisch breiter und ist Hochglanz lackiert. Das ist serienmäßig auch dieser Diffusor hier unten, wo dann diese Parksensoren auch integriert sind, geschickt integriert sind. Hier sieht man ganz, ganz, ganz wenig. Der ist auch Serie in Hochglanz-Klavierlack. Wenn wir uns an die Seite gehen, wir gehen mal so rum, wie wir gerade schon angefangen haben, dann fällt auf, dass sich nicht wahnsinnig viel geändert hat. Er ist ein bisschen tiefer geworden, so zwischen 15 und 20 mm. Das sagen wir dann nochmal im schriftlichen Beitrag auf automativ.de. Sind wir gerade uns noch unsicher. Aber die Felgen, die haben sich geändert. Hier haben wir die optionalen 19 Zoll Pretoria-Felgen drauf. Serienmäßig sind 18 Zoll Spielbergfelgen, die kennen wir schon vom Golf R. Beide, auch wenn der Golf R noch ein bisschen mehr Auswahl hat, nur diese beiden Felgen, die gibt es dann hier für den T-Roc R zumindest vorläufig. Ja, ansonsten haben wir hier auch die Chromleiste, die lässt sich auch nicht wegbestellen hier oben. Die ist ganz normal, auch in der Serie, auch beim T-Roc R. Und wir haben in Silber matt lackierte Außenspiegelkappen. Ich schätze, da gibt es dann auch ein Carbon-Paket, was man hier anwenden kann, sodass es auch wie beim Golf R, Analog Golf R, noch ein bisschen sportlicher ausschaut. Ansonsten, was ich gedacht hätte, war eine Schwellerverbreiterung, die er vielleicht bekäme, der Golf R. Bekommt er nicht, sondern einfach nur ein lackiertes Teil hier unten in Wagenfarbe durchlackiert. Macht ihn ein bisschen tiefer, optisch, rein optisch, aber macht ihn nicht breiter. Ganz genauso wenig breit wie diese Radkasten. Beplankungen in Kunststoff ihn auch nicht breiter machen. Und diese gibt es auch nicht in Schwarz-Hochglanz lackiert. Hinter diesen optionalen 19-Zoll-Felgen hier verbirgt sich die R-Bremsanlage, aber nicht mit gelochten Bremsscheiben. 17 Zoll ist sie groß, wie gesagt, aber ungelocht. Ein Performance-Paket wird es wahrscheinlich dann nicht geben, wo dann diese Bremsanlage Analog Golf R auch gelocht ist. Schade, aber ist eben so. Tja, an der Front. Da hat sich auch einiges getan. Vor allem verjüngt er sich durch diese neue Optik. Ich finde es ganz spannend, dass hier dieses Design hier auch nicht mehr mit diesem, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, mit diesem Quader, der hier in dieser Lichtleiste lief, wo auch die Blinker integriert waren, wenn man denn das optionale Voll-LED-Licht orderte beim Standard T-Roc, dass es hier dieses Designelement ein bisschen verjüngt, dieses Gesicht. Und diese Einheiten hier, die sind neu und auch da drin ist der Blinker integriert. Wenn ich hier mal das Auto starte, die Zündung starte, dann sieht man das, dass dort auch der Blinker integriert ist. Also analog normalen T-Roc, aber hier tatsächlich in senkrechter Optik. Dann weiter diesen Kühlergrill, diesen Chromkühlergrill hier vorne. Der ist auch immer Serie, der lässt sich auch nicht abbestellen und auch nicht schwärzen. Weder in matt noch in Hochglanzschwarz, sondern das bleibt Chrom.
Das soll quasi so dieses T-Rock, dieses typische T-Rock-Gesicht nach wie vor unterstützen, auch wenn es ein R ist. Dann R-Logo und was natürlich auffällt, nicht nur diese Verbreiterungen hier unten, sondern auch das, was dahinter steckt, denn dieses Auto braucht natürlich viel Kühlung, ganz genauso wie der Golf R. Deswegen haben wir hier hinten extreme Kühlereinheiten verbaut. Das ist offen, das ist CW-Optimierung hier rechts. Klar, muss auch sein, wir brauchen nicht alles komplett offen, aber hier unten, da geht es dann richtig los. Hier hinter den schwarz-hochglanz lackierten Einheiten haben wir da einen Kühler. Da unten ist komplett alles offen und rechts ist auch komplett alles offen. Und er geht tiefer, ein bisschen tiefer, zumindest optisch auch, tiefer runter. Und hier unten, selbst hier unten, ist alles noch lackiert, freuen sich die Steine, dass sie schön hier vermarkten können, aber freut sich auch natürlich die Optik, dass hier unten ordentlich was lackiert ist. Ja, ansonsten Abmessungen, alles blieb gleich. Hier haben wir an der Seite noch die R-Spange, blenden wir gerade noch ein zusätzlich. Und was sich auch noch natürlich getan hat, so einem sportlichen Fahrzeug, ist das Interieur, das sich natürlich auch so anfühlen muss, wie es von außen, wie dieses Fahrzeug von außen aussieht. Hinten auch ganz wichtig im Vorbereich, dass sich hier was geändert hat, nämlich die Sitzpolster, die sind analog Front. Front ist ein bisschen cooler als hinten, klar, aber trotzdem haben wir hier das neue Material und auch die Seiten mit Mikrofaserstoff, eigentlich okay Alcantara, aber der Name, der darf in diesem Zusammenhang hier offiziell nicht mehr verwendet werden, also Mikrofaserstoff. Da hat man auch selbst hier hinten ein bisschen Halt. Natürlich ist es aber vorne spannender. Von der Ambientebeleuchtung hier ins Interieur. Tatsächlich ist die Ambientebeleuchtung natürlich auch beim normalen T-Roc vorhanden, aber das Dekor, was wir gerade gezeigt haben, und auch das Dekor hier, das ist neu und das ist nur T-Roc R vorbehalten. Das ist nämlich nicht das normale Serienblau, was man ordern kann im normalen T-Roc, sondern das ist auch Lapisblau, aber in matt. Sieht cool aus, kann man sich als Option bestellen. Ja, der erste Eindruck hier, man sitzt gut, man sitzt eigentlich ähnlich wie im Golf R, nur dieses Erscheinungsbild hier vorne, da sieht man, dass man im T-Roc sitzt und nicht im Golf. Auch hier oben das Armaturenbrett, auch von der Qualität, da sieht man auch, dass man im T-Roc sitzt und nicht im Golf R oder auch im Golf, denn Golf ist immer noch mal eine Klasse höher, siehe unser Talk-Video zusammen mit Motorreport. Hier an der Seite, da hat sich nicht viel geändert, die Türinnenverkleidung, die ist immer noch so, da macht Volkswagen nichts, aber Volkswagen fasst natürlich das Lenkrad an, das ist typisch Golf R, das ist genau dasselbe Multifunktion. Dahinter haben wir das virtuelle Cockpit Active Info Display, da wissen wir noch nicht, ob das Serie wird, aber kann gut sein, dass es Serie wird. Ansonsten kostet es wahrscheinlich wieder 400 Euro Aufpreis. Das ist das aus dem Polo. Keine Neuerungen, aber war ja schon immer ganz ordentlich bewährt. Die Kartendarstellung aber ist nach wie vor tatsächlich nicht parallel anzeigbar auf beiden Displays. Dann hier an der Seite, da haben wir das System, das ist wahrscheinlich nicht serienmäßig. Es kommt, wissen wir zwar auch nicht sicher, aber es kann sein, dass hier die untere Variante hier des Displays, des Bildschirms, hier Serie wird und dass das hier aufpreispflichtig ist. Da unten eine analoge Klimaeinheit, die sieht man auch nicht so häufig, ist hier im T-Roc tatsächlich im T-Roc R auch Serie, zumindest hat es allen Anschein danach, dass es hier Serie ist. Dann das Allerwichtigste, Doppelkupplungsgetriebe hier mit Schaltwippen am hinteren, hinter dem Lenkradkranz. Und die Sitzposition, um darauf mal zurückzukommen, die ist ziemlich gut. Man fühlt sich, obwohl wir jetzt auch nicht fahren, fühlt man sich ganz gut. Man fühlt sich im Auto sitzend, alles ein bisschen höher als der Golf. Klar, logisch sitzt der höher, ist ja ein SUV, ein kleiner. Aber das macht es umso spannender, wenn man damit mal irgendwann fährt. Ja, und hinterm Wählhebel hier, da gibt es den ganz normalen, ganz typischen T-Modell, also für die ganzen T-Modelle von Volkswagen, T-Cross, T-Roc und weitere Tiguan, diesen Drehschalter, wie auch immer, mit integriertem Mode-Schalter. Und dann kann man hier, wenn man den anwählt, tatsächlich, wenn man auch im richtigen Fahrprogramm ist, Straße, kann man dann auf Race wählen. Das heißt, die Klappen der Abgasanlage hinten, der Akrapovic, gehen auf. Und man kann richtig Spaß haben. Auch hier bei den Sitzen mal wieder das neue Material, was wir hinten schon gesehen haben, R-Logo. So kommen die auch wirklich. Auch hier wissen wir noch nicht, diese Sitze sind wahrscheinlich nicht serienmäßig. Zumindest nicht mit diesen Wangen und zumindest nicht in dieser Ausformung.
Der T-Roc R ist natürlich ein richtig starkes Auto. Schon der T-Roc hat mir richtig gut gefallen, ist jetzt ein bisschen von der Optik von außen älter geworden, aber dieses Auto, das setzt nochmal das i-Tüpfelchen auf den T-Roc und vor allem die Leistungsdaten, die sprechen für sich. Mal sehen, wie das Auto fährt. Preislich wird es noch interessant, da der Golf R ja so ungefähr bei 44.000 Euro liegt. Und der T-Roc in der Serienversion ein bisschen oberhalb des Golfes angesiedelt ist, schätzen wir so die Preise so um die 45.000 Euro. Das nur als Hintergrund, die konkreten Preise, die werden dann wahrscheinlich bald auch freigegeben und in Genf dann erzählt. Ja, alles andere, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann vielen Dank dafür. Und schreiben Sie gerne unten in die Kommentare, wie Ihnen das Auto gefällt, ob dieses Auto geht. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie sich das Auto verkauft. Angesichts der Verkaufszahlen des T-Roc ist da schon richtig was möglich. Mal schauen. Auf jeden Fall schreiben Sie uns gerne auch per E-Mail und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Torn so deep, falling down.